Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part Total War Rome 2 Against Kampagne mit Jona. Ja, hallo. Bin ich gerade fast vom Stuhl gefallen, Das hast du auf jeden Fall gut gemacht. Und jetzt sind wir gerade hier stehen geblieben nach einer Belagerungsschlacht von Jona, wo er Trevatorum oder wie das heißt eingenommen hat, oder? Ja, genau. Und ja, jetzt ist immer noch scheiß Winter, das heißt, ich kann immer noch nicht vorrücken. So eine Scheiße. Aber ich müsste sowieso noch eine Runde warten, da gerade meine Kavallerie sich wieder auflädt. Mit Männern versorgt. Der Typ hat hier auch recht starke Einheiten. Mein Dienen steht euch zur Verfügung. Ich werde mich. Ich Boah, habe mich der darum Agent gekümmert. vergiftet gut. Ich habe den nämlich jetzt auf Vergiftung geskillt, meinen Agenten. Kann ich euch behilflich sein? Der tötet recht gut. Kann ich vielleicht noch irgendwas tun? Nein, nicht. Vielleicht in der Diplomatie noch mal. Mann, Cecilia hasst mich. Ich Warum? höre euch zu, Die wenn ihr mögen mich irgendwie aufrichtig nicht. Die haben seid. minus 12 bei mir. Wahrheit ist eure schärfste Waffe. Ein scheiß Römer. So einen Scheiß, aber die brauche ich als Verbündete. Mindestens die brauche ich. Ich nehme Ich habe an, zwei wir Verbündete im haben ein Norden. Abkommen. Und Wo sobald du führen mich wir hin? angreifst, werden sie dir den Krieg So, ich erklären. habe jetzt was gemacht, auf das ich nicht stolz bin. Ich habe den gerade 500 Denare geschenkt. Muss man manchmal. Ich bin eigentlich ganz zufrieden gerade. Ich habe mir gerade überlegt, ob ich mein Rekrutierungsgebäude, was ich jetzt hier bekommen habe, in der Stadt abreiße. Aber ich könnte das natürlich auch behalten. Dann hätte ich eine Garnison von 14 Einheiten gegen dich, wenn du gegen meine Städte marschierst. Garnison von 14 Einheiten. Ja, ist klar, dann kann ich ja gleich mit zwei Fullstacks ankommen. Einmal wilde Schwertkämpfer, dreimal keltische Krieger, dreimal Speerbrüder, zweimal keltische Stammeskrieger und zweimal keltische Plänkler. Das ist ja nicht mal Und noch schlecht, Alter. dreimal keltische Alter, Steinschleuder. ich kann ja mal sagen, was in meinen Städten so abgeht, in meiner stärksten Stadt. Einmal Legionäre, zweimal Velites, einmal keltische Krieger, einmal freie Heerbanner, zweimal Plebejer und zweimal keltische Plänkler. Sagst halt richtig schon. Oh Würde ich nein. einen Tempel haben, der keine Nein, Nahrung meine zieht, stärkste Stadt hat richtig? sogar zwei Legionäre. Und zwei freie Heerbanner, aber sonst gleich. Also weiß ich jetzt nicht, soll ich das da drin lassen oder nicht? Zu euren Diensten. Bräuchte eigentlich eher Nahrung. Ja, machen wir es mal mit dem Nahrungsding. Okay. Ich hoffe, nächste Runde ist dann der Winter aus. Wir haben gerade Anfang Dezember, also nein. Ach, Mann. So Januar, ein Februar. Scheiß. Ein Mitglied eurer Familie war mit einem Schildträger ihres Mannes untreu. Ihr Mann wird wütend und fordert das Recht, das Leben seiner Frau zu nehmen. Ablehnen. Sowas gibt's hier nicht. Bei mir wird sich hier nicht gegenseitig umgebracht. Warum nicht? Interessant ist ja auch, Ein Schildträger. dass sie immer mit dem Schildträger das macht. Ja, natürlich, natürlich die Nervier mit ihren Schildträgern, das war ja. War schon eine sehr ehrenvolle Position innerhalb des Stammes. Immer mit dem Schildträger. Scheiß. Muss ich mal schauen, gegen wen ich jetzt meinen Zorn als nächstes richte. Ich würde mich gerne diese ganze Provinz hier einnehmen. Das heißt, entweder gegen die Remer oder die Sukzessionen. Ich würde gerne mal an der anderen Flanke pushen. Ich glaube, ich gehe gegen die Remer vor jetzt. Wie Gerne stark sind die? Ob die Toulouse sind mir unterlegen? erobern. Das wäre toll, wenn ich mal Toulouse erobern könnte. Okay, dann haben die hier ihre Stadt. Die sollte jetzt eigentlich frei sein. Das wäre doch eine schöne Stadt. LOL? Achso, das sind nicht die gleichen. Was sind das hier denn für Befehle. Affen?
Das sind die Rehe irgendwas Typen. Das sind nur Freiherberner. Hat aber natürlich noch eine zweite Armee mit Adelsspeerkämpfern zum Glück nur in seiner Stadt ohne Eidgeschworene. Dann wird das wahrscheinlich jetzt hier gegen die hier laufen. Und die Krieg mit jemand anderem? Ne, kein Krieg. Die haben Krieg mit den Atrebaten. Das müsste eigentlich gerade eine Grenze sein. Und die haben Krieg mit den Vangonen und den germanischen Stammeskonföderationen. Du hast gerade drei Städte, oder? Ja. Okay. Aber halt vier. Ich werde jetzt hier wahrscheinlich durch den Ardennerwald marschieren. Das heißt, ich habe das Doppelte. Ich glaube, der Ardennerwald. War das nicht da, wo der. Wo später der römische Hinterhalt war? Ich dachte. Also, es wird immer so spekuliert. Ich habe da. Wie ging das jetzt nochmal? Die Schlacht von Teutoburger Wald. Die hat mir dann denn das Schlachtfeld nie gefunden. Alles noch nicht, dass sich ziemlich viele Historiker gedacht haben, dass das im Ardennerwald dann stattgefunden hat, weil das ungefähr die gleiche Struktur oder das gleiche. Ich habe keine Ahnung, muss ich ehrlich gestehen. Das muss ich mal nachlesen. Ich meine, Ardennerwald sagt mir was. Das ist schon. Wo ist denn der Rhein hier eigentlich? Ja, der Rhein ist hier bei mir unten. Der fließt ja einmal hier so lang. Mir. Was kann das da überhaupt gewesen sein? Ich hab keine Ahnung. Wenn sich da einer auskennt, kann er mal in die Kommentare schreiben. Ich meine, ich hatte das mal im Zusammenhang Teutoburger Schlacht und Teutoburger Wald im Zusammenhang mit Ardennerwald gehört. Aber ihr könnt mich natürlich da korrigieren. Kommt wahrscheinlich wieder gleich. Ist immer erwünscht, so eine kleine Geschichtsstunde in den Kommentaren. So, und Armeenamen, ganz, ganz wichtig. Es wird wahrscheinlich unser kleiner Freizeithistoriker Adrian, Grimses Bruder, uns ist gleich wieder belehren, was richtig ist. Ja, der kommt dann wieder an, dann schreit uns erstmal an, sagt Überraschungstest. Alles klar. Dann müssen wir einen Test schreiben, dann fallen wir durch, dann ruft er unsere Eltern an. Was laberst du eigentlich gerade für eine Scheiße? Ach Mann, was? Das stimmt doch. Kann ich euch was stimmt? Sein? Ja, was ich gerade erzählt habe. Ja, stimmt voll. Ja. Vollkommen. Ja, ich weiß. Jetzt werde ich hier gerade auf den TS angestupst, obwohl ich hier im Aufnahmeraum bin. Du wurdest gerade cool. Angestupst. Von wem? Gleich mal kicken. Ich muss noch warten, bis der Winter vorbei ist. Der geht mir gerade dezent. Ja, ich auch. Ich stehe hier schon, seit der Winter begonnen hat, mit Caesar in der Befestigungsformation. Und warte, bis ich endlich weiter auf die, Aber du stehst auf den Alpen, oder? Tullinger. Ja, ich bin da gerade so... Du kennst doch Octodurum und da sind die Alpen, ja. Und ich laufe da gerade an den Alpen vorbei und will zu den Tullingern rüber. Okay. Und da stehe ich halt ein bisschen ungünstig. Ich weiß, was du meinst. Da haben wir dann schon bald eine Grenze. Mal nämlich bei uns sind jetzt noch dazwischen das Suebenreich. Aber viel Spaß, ich werde die nicht als erstes angreifen. Ach, die Suebene kann ich schon rapen. Ja, sag du das mal. Die kommen nämlich an einen Punkt mit einer ganz schön fetten Armee dann entgegen und die haben nämlich den Ariovisten drin. Und die KI hat aus irgendwelchen Gründen Ahnung, wie man die einsetzt. Also die Fähigkeit. Die KI hat Ahnung von etwas? Ja. Also ich habe mal gegen die gespielt, da haben die dann echt den Ariovist auf 6-mal Keulenherbanne gehauen und haben mir dann die Legionäre zerballert. Das ist auf jeden Fall geil. Soll ich hier auch, meine Nachbarn hier lernen langsam dazu, bessere Einheiten zu rekrutieren. Hier zum Beispiel die Medium Matrika haben jetzt schon 6-mal keltische Krieger und 5-mal Speerbrüder. Schon nicht schlecht. Minus 10 kulturelle Unterschiede, was soll der Scheiß auch? Warum geht Keltisch hoch und Lateinisch runter? Nein, Lateinisch geht nicht runter, aber Hellenisch geht runter. Ja, ist mir eigentlich egal. Steuern, Sklaven, Ereignisse. Jede Stadt, die ich jetzt hier einnehmen will, hat immer eine Fullstack drin mit einer anderen halben Fullstack dazu. Ja, das... Ich kann nichts machen, ich habe kein Geld. Ich habe 4.440 Dinare sogar gerade. Einfluss! Aus Zorn über eure Verweigerung von Gerechtigkeit sucht der Mann den Liebhaber seiner Frau und fordert ihn zum Zweikampf heraus.
Der Kampf dauerte eine Weile an, doch der junge Schildträger konnte letztendlich den Gemahl töten. Schließlich nahm er sich die Frau zu Gemahlin. Niemand bestritt sein Recht. Einfluss. Minus 120 Stammessenatoren. Alter, so ein Scheiß. Ich habe immer noch 80%. Minus 120, Alter. Ey, was ist denn das? Die hassen dich. Hassen dich echt so ein bisschen. Brauche ich nicht mehr. Ja gut, da ist der Typ jetzt tot, ne? Also. Gibt's anscheinend doch, dass sich die Leute untereinander töten in deinem Volk. Ja klar gibt es. Ja, weil du ja vorhin meintest, dass das nicht gibt. Was? Achso, das möchte ich, habe ich gesagt. Ja, das möchte ich. Ich könnte hier den Glasmacher auf Level 4 ausbauen, was mir ziemlich geile Vorteile gibt, wie zum Beispiel 60% Forschungsrate. Das Ding ist nur, dass der einfach mal minus 8a Nahrung hat. Was, auf Level 4? Ja. Alter, was hast denn du schon erforscht? Das kriegt man gleich bei der ersten Stufe, wenn du bei Erforschen drin bist, kriegt man das für alle, wird das für alle freigeschaltet da. Ich hab ja irgendwo Stoff. Nee, nicht mal, man hat das, man muss das gar nicht erforschen, man kann die sofort auf Level 4 aufbauen. Ich habe noch gar nichts in dem anderen Stammbaum erforscht. Also in der anderen, am anderen Technologiebaum. Bin immer noch bei der Nachschubsuche. Ich bin ich mach grad ein bisschen so Militärforschung. Ich habe auch sehr viel Militärforschung. Alter, jetzt kotzt mich der Winter wieder schon ein bisschen an. Muss ich wieder ein paar... Der Winter kotzt extrem an. Ich bin nochmal zweimal Speerkrieger. Marcus Antonius ist einfach tot. Krieg beitreten. Nein. Werde ich nicht beitreten. Ich werde mir jetzt erstmal... Dann hast du einen Verbündeten weniger. Ich werde jetzt gleich erstmal wieder einen Krieg anfangen mit einer anderen Fraktion, die natürlich wieder eine Fullstack hat und eine halbe Armee in ihrer Stadt. Warte. War wenigstens nicht befestigt. Ruhm. Okay, eure Tochter erwartet ein Kind. Sie beteuert, nie von einem Mann, also nie von einem Mann berührt worden zu sein und beschwört, das Kind sei Geschehen des Kriegsgottes Mars. Okay. Hast du auch das Lesen in der Grundschule bestanden, oder? Also ich habe mich da ein bisschen durchgeschmuggelt. Nein. Text auswendig gelernt. Ja. Also. Ja, ich habe jetzt... mal Französisch gemacht. Habe ich mir den Text aus dem nicht gelernt. Wenn sie mich gefragt hat, habe ich nicht mal ins Buch geschaut. Einfach nur so aufgesagt irgendwie. Man muss verstehen, ich bin richtig scheiße in Französisch. Scheißsprache. Ja, ich bin richtig scheiße in Englisch. Also bei mir geht's ja. Also irgendwie muss ich hier noch in Kanada überleben. Ja, aber ich glaube, du kannst recht gut Englisch. Ich bin auf einer bilingualen Schule, also in Deutschland. Also ich hab du redest Chemie, in der Schule Deutsch, oder wie? Ich habe Biologie, Erdkunde und noch ein anderes Fach. Redest du in der Schule Deutsch, oder? Englisch. Deutsch. Aber in drei Fächern, wie jetzt gerade genannt. Geografie, Geschichte und Biologie ist auf Englisch. Okay. Und hast du da auch deutsche Mitschüler, oder? Ja. Aber meistens sind es halt ziemlich oft Leute, die halt zweisprachig aufgewachsen sind. Hat dann auch immer meine Vieren. Okay. Jetzt ist nicht mehr Winter, oder? Nee, also ja. Ist Frühling. Ja, es ist so schön. Oh mein Gott. Warm. Komm ich da nächste Runde? Nein, ich komm da erst in zwei Runden hin. Du willst mich wohl verarschen. Okay, ich hab den aber vergiftet. Das heißt, er kann mit denen. Sie erkennen sich nur halb so weit wie üblich. Ist halt scheiße, ne? Das heißt, der kann sich so ziemlich gar nicht bewegen. Das heißt, ich ziehe mich mit dir an die Grenze. Okay, no risk, no fun. Ja, ich auch immer. No risk, no fun. Ja, ich provoziere gerade einen Hinterhalt gegen mich. Okay.
Ach fuck, jetzt habe ich einen Agenten rekrutieren vergessen. So ein Scheiß. Ich wollte mal schauen, ob die hier einen Krieg haben. Haben die Krieg mit den Atrebaten? Das heißt, es könnte sein, dass sie ihre Stadt verlassen haben und sich auf in Richtung Atrebaten gemacht haben. Nein, das ist nicht der Fall. Aber sie haben nur freie Herbanner. Krieg ich bei dir militärische Rechte? Also ja, Durchgangsrechte? Bei wem? Bei wem willst denn du das? Mit dem Medomatriker. Aber ich glaube, ich habe mit denen schon. Das stimmt, eigentlich sind halt wirklich nur mehr die soeben zwischen uns. Ja. Und die haben schon eine germanische Konföderation gemacht. Die wahrscheinlich ziemlich stark sein wird. Wenn so stark ist das gar nicht. Die haben nur ihre zwei Städte da. Ist halt echt so, ne? Oder? Die haben halt echt nur ihre drei Städte, also ihre zwei Städte. Ich mach mir gerade, also wenn du mir gerade den Krieg erklärst, habe ich drei Verbündete. Okay. Wenn du mir gerade den Krieg erklärst. Ja, ja, ja. Ich krieg doch mal eine schöne Stadt dazu. Ja, mach eine Konföderation. Nein. Nein. Und er gibt mir nochmal richtig Kohle dafür. Für eine Konföderation. Ja. Ich bin jetzt die gallische Konföderation. Mann. Ich hab die Stadt bekommen. Du Wichser. Och, Mann. So ein Scheiß. Ja gut, eigentlich habe ich dann gewonnen, weil du bist ja nicht mal der Nervier, ne? Also. Ich bin halt die gallische Konföderation. Ja nein, ich spiele nur gegen die Nervier. Jetzt habe ich gewonnen. Die waren halt auch sehr schwach gerade. Trotzdem, es ist nicht schlecht, eine Stadt dazu zu kommen. Da muss ich nämlich nicht mehr angreifen. Die hat nämlich, ist sogar eine ganz gute Stadt hier gewesen. Leider ist die Garnison jetzt wieder auf Null runter. Ich hoffe mal, dass die soeben mich jetzt nicht angreifen. Ja. Soeben, wenn ihr mich angreift, dann schlage ich euch zurück. Was, wenn die soeben dich jetzt angreifen? Kann aber. Sie wollten gerade einen Nichtangriff machen, das war moderat. Klicke ich auf Annehmen und jetzt auf einmal ist es niedrig für immer. Finde ich gut. Minus 100 sind die gerade bei mir, aber die haben mir noch nicht den Krieg erklärt. Okay, aber das läuft gerade hier mal sehr gut. Das hört sich doch gut an. Genau, weil dann kann ich nämlich nächste Runde hier diese Idioten hier angreifen. Okay, ich musste mal gucken, ob ich nächste Runde da rankomme. An die. Ich meine, es wäre schon schön, wenn ich da rankomme, aber. Muss ich noch einmal vergiften, das ist wichtig. Am besten hier die. Acht Stack vergiften. Habe ich 14. Ich mache meine Städte jetzt aus, mal. Und ich gehe jetzt mal hier auf die Stelle Level 3. Okay. Ja, Ariovist steht an meiner Grenze. Und ich krieg ein. Ach, nice. Alter, mir läuft's gerade richtig. Denn? Was hast du. Was ist jetzt passiert? Ich habe doch dieser einen Fraktion vorher mal den Krieg erklärt. Ja. Damit ich 400 Denare bekomme. Genau diese Fraktion hat mir jetzt den Frieden angeboten, hat mir 1500 dafür gegeben. Wie kann ich euch dienlich sein? Ich finde Hacker. Diplomatie gewinnt halt dieses Spiel. Bin ich zwar nur vertrauenswürdig oder sowas, also nur so ein orangenes Ding. Okay, bei mir wird es eine Schlacht geben. Wir sind bei 19 Minuten. Ich habe gerade das Horn gehört. Ich bin gerade über die Map gegangen, da habe ich nur noch dieses Horn gehört. Genau. Weißt du, was ich weiß? Ja, Caesar geht töten.
ganz Gallien weiß. Caesar greift an. Caesar geht töten. Dann würde ich. Obwohl er jetzt auf die nächste Fahrt verschieben hatte vom Senat. Ja, der Senat ging von der Niederlage aus. Aber hat er ja nicht die Erlaubnis? Nee, wenn ich es richtig weiß, ist da so ein Stamm. Ich bitte nagel mich jetzt nicht auf den Namen fest. Durch sein Gebiet marschiert. Oder durch römisches wie heißt denn das nochmal? So römisches Schutzgebiet oder so sind die marschiert. Oder und dann hat er das als Kriegsvorwand genutzt, um sie anzugreifen und die abzuschlachten. Sozusagen den Krieg damit zu starten. Okay. Das ist auf jeden Fall schon mal gut. Und die Voraussetzungen sind jetzt nicht so geil, weil das beste Ergebnis wäre ein Pyrrhus-Sieg mit 48% verbleiben. Ja, haben wir noch Zeit für eine Schlacht jetzt? Oder wollen wir den Part Wir haben jetzt gerade 20 Minuten, genau. Dann würde ich den Part jetzt einfach mal beenden. Und dann mal sehen wir nämlich die Schlacht nämlich in dem nächsten Mal. Ja, genau. Das würde ich sagen. Lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da, lasst einen Armeenamen da. Diesmal wirklich. Und dann würde ich sagen, ciao. Und wir sehen uns beim nächsten Mal bei dieser tollen Feldschlacht.